Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft Unity. Es geht weiter mit den Automatisierungen. Hier oben sind wir an den Metallic Infusern dran. Metallurgic Infusern. Genau, und wir haben beim letzten Mal alles soweit eingestellt. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Patterns herstellen für die Rezepte. Und dann natürlich die Patterns mit den Rezepten bestücken. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Geh da weg. Was sind da drauf überhaupt? Achso, Encoded Pattern, die können wir eigentlich direkt im Anschluss auch noch machen. Wäre eine Möglichkeit, aber erstmal. Ja, gib mir den Pattern her, Mann. Schmeiß gerade alles weg. So, unten. Oh, das geht ja nicht mit Shift. Den muss man da noch echt reinziehen. So, und zwar haben wir aus Diamond Dust und einem Enriched Alloy wird ja etwas, was wir jetzt noch nicht haben. Das muss ich jetzt einmal herstellen, blöderweise. Eins und eins. So, er wird das automatisch auch rausziehen. Müsste ja alles soweit laufen. Direkt der Test. Zack, das hat funktioniert. Okay, dann können wir runter den Pattern dafür herstellen. Reinforced it. Und was war's mit? Nein, Gear. Genau, Dia Dust. Daraus wird. Hä? Falsch. Mit dem. So, warte. Ja, ich behalte ihn hier unten mal. Brauchen wir ja dann nochmal. Ne, brauchen wir nicht mehr. Daraus wird das. Zack. Haben wir. Was wir haben, das haben wir. Was wir nicht haben, das fehlt. So. Puh, bitte, bitte, bitte. Was? Start. Oh. Aber Energie hat er noch. Hä? Ich habe irgendwo wahrscheinlich was falsch. Aber nichtsdestotrotz fehlt ja auch noch Energie. Oder war der so schnell durch? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, jetzt ist wieder blöd. Gibt es eigentlich nicht irgendwie einen generellen Crafting-Monitor, wo man alle canceln kann, ohne dass ich die immer einzeln durchgehen muss? So, das Problem ist, ich glaube, der ist hier nicht irgendwie richtig. Hier. Auto-Eject war noch nicht an. Probieren wir das Ganze nochmal. Machen wir mal zwei. Zwar, na gut, jetzt hat er da 30 drin. Das ist doof. Da kann ich dann nochmal einen manuell machen. Weil bei, je nachdem wie voll das geht, wird es ja irgendwo eine Bremse geben dann. Und diese Upgrades, warte, wie waren denn, was, welche mussten denn da rein? Und Hunger hat er auch schon wieder. Boah, ich finde das so krass. Selbst diese Upgrade-Rezepte könntest du dann irgendwo hinstellen. Wobei, normale Crafting-Rezepte ist nicht so schwer. Ich überlege gerade, die können wir ja an diesen. Ja, genau. Die müssen ja nur hier dran. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe. So, ich wollte nochmal bei den Upgrades schauen. Ich glaube hier. Einfach nur Speed Upgrade, ne? Müsste er finden. Speed Upgrade. Item Conduits. Warte. Krass. Aber eigentlich reicht hier Standard aus. Machen wir ein paar mehr. Okay. Die können wir aber zum Glück herstellen jetzt. Haha, das habe ich automatisiert. Im letzten oder vorletzten Part sogar schon. So,
So, jetzt haben wir noch 10 Stück drin, deswegen verbraten wir einmal den manuell. Packen hier mal schon 2 drauf. Dann packen wir hier auch schon mal. Huh! Gib's wieder her. Wo sind sie? Da. Upgrades 1, 2. Und wir... Ja, warte mal, einen weniger. Den hätte ich dann eher damit drauf. Na, warte. Hey. Ja, verstecken werden wir das gleich alles auch noch. Und dann machen wir hier noch einen drauf. Irgendwann muss ich hier eh durchlaufen. Ah, war klar. Und muss die ganzen Upgrades auch noch einfügen. So, das ist alles null. Und wir haben jetzt das Rezept. Ja, das Rezept ist ja schon da drin. Und jetzt wollen wir natürlich hier noch den letzten Alloy machen. Ich glaube, Enriched. Ne, Enriched war ja Standard, ne? Wo haben wir es? Atomic, Reinforced und Enriched. Genau, Atomic Alloy muss da jetzt rein. Dann brauchen wir das. Das habe ich mir schon geholt. Wir haben Reinforced Hammer am Start. Müssen wir jetzt einmal wieder manuell machen oben. Deswegen hole ich mir direkt mal noch einen Dust. Und auch hier muss ich direkt erstmal nachschauen, ob... Ey, was? 8, 8. Ach, den habe ich ja wieder umgesetzt. Siehst du, ich sag's doch. Das funktioniert aber jetzt richtig gut. Weißt du was? Wie viel haben wir da? Achso, da hatten wir schon 3, ne? Da auch. So, und hier muss... Auto-Eject ist on. Hä? Ich dachte, bei einem hätten wir das noch nicht eingestellt. Okay, dann hat sich das wahrscheinlich gemerkt, die Config. So, bitte mach einmal aus einem Dust und einem Reinforced Alloy ein Atomic Alloy. Müsste er jetzt automatisch auch rausziehen in die Kiste und jetzt müsste es im ME-System sein. Atomic, genau, da ist er. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder ein Pattern. Ich glaube, ich habe keine mehr. Stimmt, wir haben keine mehr. Das waren die hier. Ui! Was? Nein, Quarzglas! Okay, kein Problem. Auch da kann man schon wieder ein Rezept basteln. Wieso mache ich gerade 2? Egal. Dann habe ich beim nächsten Mal ein. Vielleicht machen wir ja gleich noch ein Rezept automatisch. Gut wäre es auf jeden Fall mit den Einteilen da unten. War das die hier? Nee, das stand da. Wie hießen die denn noch? Ja, Osmium, das war's auch nicht. Ah, ich muss mal kurz nachschauen, wie die heißen. Das wäre eigentlich schon nicht schlecht, wenn wir das als nächstes machen. Ach da, ein Inscriber. Genau, ich packe mir den schon mal ins Inventar. Dann weiß ich Bescheid, was als nächstes kommen muss. Das sind ja auch Rezepte, die sehr häufig benötigt werden. Genau, Pattern. Pattern, Pattern, Pattern. Und jetzt habe ich das wieder nach oben reingesteckt. Part. Und zwar machen wir uns jetzt aus... Genau, Obsidian. Ich bin so ein Fummelfreak, ey, was das angeht, ne? Und Reinforced wird Atomic Alloy. Danke! Okay. Keine Ahnung, was man mit der Priorität später noch alles so für krasse Sachen machen kann. So, wir gehen es nochmal durch. Wir haben jetzt... Nee, komm, wir gehen anders. Wir haben noch hier New Crafter. Wir machen jetzt von denen mal 10. Wir haben ja alles da. So, packt da 10 rein. Hat hier auch seine 100 Redstone. So, dann machen wir jetzt hier aus dem Reinforce, da machen wir mal 5. So, 5 hat er drin. Hier seine 50 Diamonds. Sehr schön. Und da machen wir jetzt 5. Hat er alles dafür da? Und das andere ist jetzt die Frage, wenn ich sage, er soll hier 100 machen,
Packt er das andere automatisch hier rein, wenn es nicht mehr da ist? Das ist jetzt ziemlich interessant, finde ich sogar. Deswegen ziehe ich mir die Reinforced mal raus. Wie viel hat er noch da drin? Okay, der ist schon fertig. Nein, raus bitte. Reinforced, zack. Da müsste er jetzt merken. Nein, warte mal, die Reinforced braucht er ja gar nicht. Wir müssen die Enriched Alloys da rausziehen. Ist das überhaupt richtig, das Rezept? Warte, ich habe jetzt die Vermutung, dass ich das Rezept hier gefailt habe. Reinforced Alloy? Ne, ist ja richtig. Refined Obsidian. Egal, warte, wir packen es wieder rein. Ah, es geht ja wieder nicht, so. Wir haben jetzt hier kein Enriched. So, genau, und jetzt erkennt er schon, dass er diese erst craften muss. Das heißt also, er müsste jetzt hier anfangen mit einem Stück. Sehr gut. Oh, ich bin begeistert. Dann macht er hier weiter. Ja, dauert ein bisschen, aber es funktioniert auch. Und erst dann fängt er hier an. Tu es, bitte tu es. Da war aber ein Fehler drin. Obsidian ist drin, aber irgendwo ist ja was falsch eingestellt. Warte mal, Input, Infuse, Output. Input, Infuse, Output. Insert, genau. Ach, hier ist wahrscheinlich. Was muss da rein? Der dann, ne? Habe ich den ja vielleicht vergessen zu konfigurieren? Always active, extract und in-out. Always active passt aber. Refined Obsidian Dust und Reinforced Alloy. Reinforced Alloy und hier Refined Obsidian Dust. Müsste eigentlich funktionieren. Wir brechen einfach nochmal ab, das Ganze. Cancel. Ich hätte erst den einen testen sollen hier. Quatsch. Einmal, bitte. Ja, einmal. Ah, okay, jetzt funktioniert. Das lag an dieser Seite und nachträglich hat das jetzt aber nicht mehr reingezogen. Finde ich seltsam, warum er das nicht gemacht hat, aber gut. Es funktioniert jetzt. So, jetzt müsste auch überall das Infuse empty sein, ne? Wenn das immer alles aufgeht. Sehr schön. Heißt, damit hätten wir das soweit fertig. Wie viele Kanäle? 8, 6 von 8, so rum. Ist ja auch ganz klar. Aber auf jeden Fall sage ich an der Stelle nochmal Danke für den guten Tipp von dem Kö. Von Dinecraft. Kommt doch mal auf dem Server vorbei, für die, die da noch nicht drauf spielen. So, und jetzt gucken wir nochmal nach unten. Denn wir haben ja noch Conduits hergestellt. Ah nein, die sind doch im... Ha, die sind doch hier drin. Nein. Facades. Hä? Oh, Moment. Die hat er doch nicht rausgezogen. Klar, die sind doch hier. Reichen die 7? Steht er auch dran? Where's Laboratory... Laboratory Blocks. Block, aber man sieht nicht mit welchem. Ah, das ist ja der hier, das passt. Boah, geil. Erste Automatisierung steht. Stolz wie Bolle bin ich jetzt. Aber muss ehrlich sagen, ohne eure Hilfe hätte ich das jetzt nicht hinbekommen. Aber ich habe natürlich wieder was daraus gelernt. Nämlich hier das mit diesem Side-Config. Es ist eigentlich von den Farben her ganz simpel. Ah, man muss nur erstmal drauf kommen, ne? Deswegen gibt es ja hier zum Beispiel auch noch die Farbe für grün.
Also das wäre dann halt hier, aber da, den habe ich ja eh mit dem Binder da, ne, mit dem Crystal Binder verlinkt. So, machen wir das mal wieder weg. Je schlichter, umso besser. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Und es passt auch cool dahin so. Genau immer zwischen den Fenstern in der Mitte. Jeweils ein Metallurgic Infuser. Coole Sache. Also es wäre dann nice, wenn wir beim nächsten Mal die Inscriber noch bauen. Oder beim übernächsten Mal. Oder in dem Stream. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auf was ich auch aktuell gerade Bock habe. Jetzt hatte ich zum Beispiel richtig Bock, das hier fertigzustellen. Und ich finde es mega nice. Wir können das jetzt bestellen im System. Und ich habe schon 4 Rezepte da drin. Oh, da lacht jetzt der eine oder andere, wobei das Sulfur-Rezept noch gar nicht mal so richtig effektiv ist. Aber gut, ich danke an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part auch drin. Bis dahin, tschüss.